Grundsätzlich kann man sagen, es ist das entwicklungsgeschichtlich älteste Gefühl. Und erstmal eine grundsätzlich normale Reaktion auf Gefahr. Also wenn Gefahr da ist, bekommen wir Angst. Und die Angst ist dafür da, uns zu helfen, die Situation oder zu bewältigen, die Gefahr auszuschalten oder der Gefahr an sich erstmal zu entkommen. Und man könnte auch einfach sagen, es ist ein Warnsystem. Ja, es ist ein inneres Warnsystem eben, und das ist dafür da, dass wir eben gut überleben. Ihre Geschwister sind, könnte man sagen, die Ohnmacht, die Panik, das Erschrecken oder der Schrecken und das Entsetzen. Die sind quasi häufig dabei mit im Gepäck. Wir haben im Grunde auch so eine Art, wenn wir von Angst reden, aber so eine Art Stellvertreterfunktion auch dabei. Die Angst steht oftmals stellvertretend für etwas dahinter. Da liegt also im Hintergrund ein anderes Gefühl dahinter. Das ist häufig auch sowas wie Zorn, Wut oder sogar Hass. Nicht selten auch Scham. Also Scham spielt ein ganz großes Thema häufig auch dabei. Manchmal aber auch sowas wie Sehnsucht oder sogar Liebe. Ja, man sagt, es ist der Gegenpol von der Angst, aber steht häufig auch dahinter. Und wenn eine Stresssituation aufkommt, hast du ja gerade schon angesprochen, dann ist die Angst so eine Art Initialgefühl. Also das dann, ja, ich sag's mal, animiert, sich dem Stress zu stellen, zu agieren, zu handeln, zu überleben. Das ist im Grunde bei den ersten Wirbeltieren entstanden und hat denen dann geholfen, gewisse Stresssituationen zu überleben. Da werden im Gehirn bestimmte Signalstoffe ausgeschüttet, es werden Hormone in der Nebenniere ausgeschüttet, ins Blut gepumpt, ne, Adrenalin und so weiter, um dann mobil zu machen. Und ich sage jetzt mal in Reptilsprache, um sich zu schnappen, ja, irgendwie die Gefahr abzuwehren. Ja, wenn du jetzt da einen Alligator liegen hast oder so, der macht dann, wenn bei Gefahr immer das Gleiche, der schnappt dich halt, ja, so. Bei den Säugetieren, die dann etwas höher entwickelt waren, dann schon auch vom Nervensystem her höher entwickelt waren und von der Hirnentwicklung her, ist es dann eben so, dass die dann halt schon andere Funktionen haben, nämlich das limbische System. Und die sind eben dann dadurch in der Lage gewesen, differenziertere Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich mit meinem Hund zum Beispiel mal spiele und der ist so in so einem Zergelmodus, ja, dann schnappt er ja auch in so einen Ball oder irgendwas rein. Aber er kriegt dann noch mit, ja, jetzt ist es ganz gut, wenn ich nicht in die Hand vom Herrchen reinschnappe, ja, zum Beispiel, ja, oder, ja, also, der kann er das dann wieder abwägen und umschalten, so, ja. Das wäre beim Alligator vielleicht nicht so günstig. Ja, gibt ja auch immer so Fälle, wo Leute dann da von ihrer Anaconda im Aquarium dann auf einmal geschnappt wurden und haben dann den Kopf da auf einmal im Maul der Anaconda drin. Oder so habe ich mal so Sachen gesehen. Also sowas gibt es ja da auch. Das ist so einfach dieses, ja, Problem der reptiloiden Ebene, dass die einfach das nicht haben. Ja. So, und im Grunde werden also durch diese Angststrukturen oder Angstimpulse werden im Grunde drei Hauptmuster, kannst du sagen, aktiviert. Das erste ist halt Kampf oder Flucht. Ne? Das sind so die Klassiker, dass man versucht, also vielleicht erstmal wegzukommen. Wenn das nicht mehr geht, versucht man zu kämpfen. Oder eben halt alternativ sich zu verstecken. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil wenn der Gegner vielleicht dann zu groß war und man konnte auch nicht wegrennen, konnte man sich vielleicht immer noch verstecken. Beziehungsweise, wenn das nicht mehr geht, dann eben der sogenannte Totschildreflex. Das sind ja so die klassischen, ich sag's mal, Überlebensmechanismen. Also du hast im Grunde ein Bedrohungssignal, dann kommt Stress und dann, also die Angst, dann kommt der Stress und dann kommt quasi eine gewisse Art von Coping-Strategie. Und jetzt komme ich auf das, was du gerade gesagt hast. Das ist erstmal alles schick und gut und das hat alles erstmal dem Überleben gedient. Problematisch wird das Ganze, wenn daraus eine Generalisierung entsteht. Wie jetzt zum Beispiel beim Alligator. Es gibt ja auch so Menschen, die haben dann so vielleicht also Alligator-Gene, die schnappen immer zu, egal was ist. Da hast du immer das Gefühl, oh, da darfst du nichts Falsches sagen.
ja, dann wird sofort gebissen. Ne? Oder noch schlimmer, also früher in der Fußgängerzone, ne? Otto, was guckst du? Ne? So, also hast du, brauchtest du nur gucken. Und das war für dann denjenigen, von dem dieser Satz kam, war das dann schon also eine aggressive Handlung, dass du dann hingeguckt hast. Stimmt ja auch eigentlich. Also das Orientieren gehört in den sympathikotonen Bereich und ist im Grunde schon also ein Akt von einer ersten kleinen Aggression, dass man eben die Gegend abscannt und guckt, wo ist jetzt eine Gefahr oder was ist da los. Genau, andere Menschen erstarren ständig also sind überhaupt nicht, wie du gerade schon gesagt hast, spüren sich überhaupt nicht, sind gar nicht im Körper zu Hause. Wieder andere verstecken sich ständig. Die haben auch dann, die fangen dann auf einmal, haben eine Ausbildung gemacht, was weiß ich, HP Psych oder so, und haben sich ein Schild an die Tür gehängt, das haben sie dann noch gemacht, aber dann kommt keiner. Das gibt es ja da wohl durchaus auch öfter in dem Berufszweig. So, und dann, warum kommt denn keiner? Ach so, ja, dann stellt man so fest hier in der Arbeit mit den Leuten, wo hast du dich denn schon mal gezeigt? Wie zeigen? Ich? Ja, wo bist du denn sichtbar? Ja, nee, dann wird das auch gerne dann so, nee, so narzisstisch bin ich nicht. Ne, wird das gerne so in die Ecke geschoben, ne, dann wird dann gleich so eine Umdeutung gemacht. Ja. Aber in Wirklichkeit ist dahinter eine Angst, sich zu zeigen, ja, und zu sich zu stehen. Und da kommen die Leute dann ganz schnell da drauf, oh, Backe, da habe ich aber erstmal was zu klären für mich, was ich vielleicht in meiner Ausbildung, wo ich fachliche Sachen gelernt habe, gar nicht gemacht habe. Da findet ja häufig eine Verwechslung statt. Und naja gut, dann ist es halt so, dass die Menschen, wie soll ich sagen, ein Vor- und ein Nachteil haben, was dann schnell so eine Achillesferse wird, ist, dass wir also konkrete Situationen, die Angst auslösen sein könnten, dass wir die gar nicht erleben müssen, um Angst zu erleben. Das heißt also, es reicht, dass wir eine Imagination haben und eine Vorstellung haben, von einer potenziell angsteinflößenden Situation. Und das führt schon dazu, dass wir all die Muster und Mechanismen abfahren können in unserem Organismus, die dann eben halt dazu führen, dass wir das so erleben, als wenn es jetzt so wäre. Das heißt, die Bedrohung muss jetzt nicht unbedingt real sein. Es reicht, wenn sie in uns existiert. Genau. Und sie ist aber dann real. Und das gleicht so ein bisschen auch dieser ganzen Idee, so zum Beispiel von schwarzmagischen Angriffen. Und das findet ja schon in der frühen Kindheit oft statt, wenn sowas, ich nenne das jetzt mal so in Anführungsstrichen, mit dem schwarzen Mann zum Beispiel. Wenn du nicht das und das machst, wenn du kein guter Junge bist oder kein liebes Mädchen, dann holt dich der schwarze Mann oder dann holen wir den schwarzen Mann und der macht dann was mit dir oder irgendwie sowas, ne? Und da haben manche Menschen haben da häufig total lange mit zu tun, weil das irgendwie so nebulös, diffus ist. Und das erklärt zum Beispiel dann auch so solche Prinzipien, die wir dann auch als Nocebo kennen. Ja, also das Gegenteil von dem Placebo-Effekt, nämlich der Nocebo-Effekt, der eben dann halt dazu führt, dass Menschen aufgrund ihrer Vorstellungskraft sterben, ja, vorzeitig sterben oder zumindest krank werden oder kränker werden, als sie werden müssten.